In diesem Sinne, jetzt gibt es noch die Ausgangsfahrt mit Kevin am Steuer. Ist ein Allrad. Ne? Habe ich ganz vergessen zu erzählen, ist ein Allrad, also es kann nichts passieren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem MacChip DKR Kanal. Wir haben heute einen BMW 440i hier. Es ist ein F32 und ein F36. Leon hat ihn gerade unter F32 angelegt, aber der ist ja ein Grand Coupé. Ich weiß nicht, ob das steht auf jeden Fall an der Seite. Ich weiß nicht, was der für ein Warum ist das? Sehr viel Halbwissen, gefährliches Halbwissen. Genau. Fahrzeug ist hier und bekommt eine Stage 1. Basis ist ein 3-Liter-Motor, 326 PS Serie, aber einen B58-Motor schon, also kein N55-Motor. Ich glaube, viele denken, wenn sie an 326 PS Werksangabe hören, das ist ein N55-Motor, aber nein. Und wir haben schon eine Eingangsfahrt gemacht und eine Eingangsmessung, ne? Eingangsmessung 327,9 PS und 419 Newtonmeter. Ist in der Range. Ne? Bekommt auch, wie gesagt, eine reine Stage 1. Hat bei uns gestern schon Fahrwerk bekommen. Haben aber nicht mitgenommen. Weil, warum? Ne? Interessiert wenig Leute, wie man Fahrwerk einbaut. Das mussten wir auch lernen die letzten 3 Jahre. Ne? Diese Fahrwerkvideos interessiert einfach keinen. Ja, hat ein KW-Fahrwerk. Ich weiß gar nicht, was für ein KW V3, glaube ich. KW V3-Fahrwerk bekommen. Ist schon vermessen, schon TÜV gemacht. Und ja, bekommt jetzt die Stage 1. Der Leon liest ihn gerade über OBD. Und dann gibt es noch eine Ausgangsleistungsmessung, eine Ausgangsfahrt. Und wir sehen uns dann am Laptop wie immer wieder. So, dann nochmal zur Serienleistung. Jetzt haben wir den Lok da. So ein Auto fährt 0,7 bar Ladedruck im Peak bei 4.500 Umdrehungen. Haben wir vollen Ladedruck und fahren dann, genau, 0,7. Und fahren dann im Begrenzer bei 6.000, hier 6.980, also sagen wir mal 6.900, fahren wir im Begrenzer mit 0,5 bar. Jetzt, unsere Stage 1. Komplett Serienhardware, alles Serie. Wir fahren jetzt einen neuen Ladedruck. Sagen wir mal, gehen wir mal bei 4.500 Umdrehungen hin. 1,15 bar. Summa summarum,
richtig viel mehr Ladedruck. Ja. 1,15 bar, fahren 4 Grad mehr Zündwinkel die ganze Zeit, teilweise sogar hier 5 Grad mehr vor OT am Zünden. Lambda, so wie ich es möchte, 87. Also fahren auch Lambda 1 bis 3000 Umdrehungen. Und dann, wenn wir Leistung brauchen, fahren wir schön einen Lambda-Wert von, gehen von 90 runter auf 88, fahren 87 und fahren dann von 5500 Umdrehungen, fahren wir eigentlich konstant 86, 87. Lambda 5, 86, 87. Und hier kurz vorm Begrenzer gehen wir in 85, Lambda 85, 86. Ja, also ein bisschen fetter, mehr Sprit, klar, mehr Ladedruck brauchst du. Und fahren im Begrenzer immerhin noch mit 0,9 bar Ladedruck. In Begrenzer. Habe ich schon gesagt, wie viel Leistung wir haben? Nee, noch nicht. Also, das kommt jetzt. 403,7 PS und 500 Newtonmeter. Ja, also das ist natürlich auch nicht Schippe mehr. Ne? Das ist fast die Differenz, die dein Auto an Endleistung hat. Ne? Das ist schon krass. Ja. Die Leute haben gesagt, ich soll aufhören, meine so. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Warum macht man das? Könnt ihr das mal ins Video schreiben? Warum macht man das? Warum ist man die ganze Zeit immer. Ich juck mich eigentlich gar nicht. Keine Ahnung, waschen wir mal eine Hilfe. Ne? 403,7 PS in dem Kollegen. 440i. Passt, ne? Ja. In diesem Sinne. Jetzt gibt es noch die Ausgangsfahrt mit Kevin am Steuer. Ist ein Allrad. Ne? Habe ich ganz vergessen zu erzählen. Ist ein Allrad, also es kann nichts passieren. Auf unserer abgesperrten Straße. Auf unserer abgesperrten Straße. Haben jetzt schon einige auch unter den letzten Videos geschrieben. Boah, krass, ich habe eine abgesperrte Straße. Ja, ja, Digga. Wer hat denn keine Wer von uns Tunern hat denn bitte keine abgesperrte Straße? Jeder. Ne? Gibt es einen Namen? Der es kann. Was? Gab es im Angebot. Im Angebot. Kauf 3 Straßen, fahr auf 4. Ciao.